Hello. Du überlegst gerade, dein Haus, deine Wohnung oder dein Grundstück zu verkaufen? Dann werden wir dir gleich erzählen, warum eine gute Recherche so wichtig ist. So, warum überhaupt recherchieren? Ja, damit keine bösen Überraschungen auf dich warten. Genau, oft genug ist schon passiert, dass ein Haus gar nicht benutzungsbewilligt ist oder eine Heizung nicht bewilligt ist. Was tut man dann? Wenn es blöd läuft, kann man es sogar abreißen. Das heißt, man wird Interesse daran haben, dass man eine vollständige Recherche macht. Weil erstens muss man das ja auch belegen können, was man in den Inseraten und so weiter eben rausgibt an Informationen. Und zweitens aus Sicht des Käufers. Ja, man will ja nicht die Katze im Sack kaufen und ja, es ist ein gegenseitiges Bedürfnis, ja. Kann man so sagen. Also auf beiden Seiten besteht einfach die Notwendigkeit, dass diese Recherche einfach gut erfolgt. Und wenn man privat verkauft, dann muss man das einfach selber machen, muss man sich gut darüber informieren, wo holt man was ein. Und je nach Fall, also es kommt dann immer darauf an, um welche Objekte es sich handelt oder ob es sich um ein Grundstück zum Beispiel handelt, sind das unterschiedliche Sachen, die man da einholen muss. Und das werden wir euch jetzt in der Folge erklären. Wo fängt man jetzt am besten an? Ja, am gescheitesten wäre es jetzt mal daheim, die ganzen Unterlagen, die man zur Verfügung hat, zusammenzusuchen und schauen, welcher Informationsstand gegeben ist. Genau, und wie wir wissen, ist das ja bei jedem von uns ein bisschen unterschiedlich. Die einen haben eine fein säuberlich sortierte Mappe mit allen Unterlagen. Wenn sie zum Beispiel von der Hausverwaltung was geschickt kriegen, dann legen sie das schön ab. Andere schmeißen zum Beispiel beim Zusammenräumen alles in der Ladeleine und müssen dann erst schauen, dass wir da Ordnung einbringen. Aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig, einmal zu schauen, was habe ich überhaupt da. Und dann der nächste Schritt wäre zu schauen, um was für Objekt handelt es sich eigentlich. Ist es jetzt eine Eigentumswohnung? Gibt es eine Hausverwaltung? Ist es ein Einfamilienhaus? Das heißt, ich werde eher zur Gemeinde gehen. Oder ist es ein Grundstück? Schauen wir uns einmal die Eigentumswohnung an. Ja, bei einer Eigentumswohnung, sprich einer Wohnung, die im Wohnungseigentum steht, ist es so, dass meistens eine Hausverwaltung damit beauftragt worden ist, diese Wohnung oder dieses Gebäude, in dem sich die Wohnung eben befindet, zu verwalten. Sprich, die haben dann auch alle Unterlagen, die man dazu braucht für den Verkauf einer Eigentumswohnung. Und meistens braucht man nur die Kundennummer, die findet man auf diversen Dokumenten, die man von der Hausverwaltung schon zugeschickt bekommen hat, zum Beispiel auf diversen Abrechnungen und so weiter. Und dann gibt man am besten die Kundennummer dort an und dann sollte man eigentlich die wichtigsten Dokumente erhalten. Die wichtigsten Unterlagen zur Eigentumswohnung findest du in unserem Download-Bereich. Der Vollständigkeit halber will man in dem Video nochmal ein paar der wichtigsten Unterlagen anführen, die für den Verkauf von einer Eigentumswohnung benötigt werden. Das wären zum Beispiel der Grundbuchsauszug, der Energieausweis, das Nutzwerkgutachten, die aktuelle Vorschreibung oder der Grundrissplan. Genau, dann zum Beispiel noch die Jahresabrechnung bzw. Betriebskostenabrechnung, der Wohnungseigentumsvertrag und die Vorausschau, in der man zum Beispiel Informationen zum aktuellen Rücklagenstand erhaltet oder zu offenen Sanierungsdarlehen oder ob generell Sanierungen anstehen in den nächsten Jahren und so weiter und so fort. Stehst du jetzt auf der anderen Seite und möchtest eine Eigentumswohnung kaufen, dann wäre es natürlich wichtig, dass du vom Verkäufer oder Verkäuferin die ganzen wichtigen Unterlagen übermittelt bekommst. Ja, genau. Und selbiges gilt dann auch für Maklerinnen und Makler, wenn die zwischengeschalten sind oder eben tätig sind für einen, dass man da auch wirklich schaut, dass die auch gründlich gearbeitet haben. Das ist echt wichtig, weil das ist ja in der Praxis leider nicht immer wirklich so. Nicht immer. Und ja, es ist einfach wichtig für dich als Käuferin oder als Käufer, weil du ja auch nicht irgendwie plötzlich draufkommen wirst im Laufe des ganzen Prozesses, dass gewisse Dinge einfach nicht stimmen, die dir irgendwie verkauft worden sind. Und du wirst ja auch Belege dafür haben, für die Sachen, die dir gesagt werden. Und deshalb ist es einfach total wichtig, dass auch du eben von der vollständigen Recherche dann profitierst und diese Unterlagen zur Verfügung hast. Gehen wir jetzt einmal von dem Fall aus, dass du ein Grundstück verkaufen willst, aus wofür ein Grund auch immer, dann ist es dort genauso wichtig, dass du Unterlagen einholst, auch wenn da jetzt kein Haus draufsteht, also wenn das ein unbebautes Grundstück ist. Ja, mit ein paar schwindeligen Fotos wirst du nicht weit kommen, gerade auf den öffentlichen Portalen, sondern ja, da wäre es halt auch wichtig, dass du noch einen guten Text dazu schreibst und noch mehr Unterlagen einholst. Über bestimmte Unterlagen zu deinem Grundstück wirst du ja wahrscheinlich schon verfügen. Das ist zum Beispiel der Grundbuchauszug. Sollte dem nicht so sein, dann kannst du den ganz leicht im Internet ausheben gegen einen kleinen Kostenersatz.
Und dann ist es auch so, was ganz wichtig ist, ist der Bauakt, der meistens bei der Gemeinde eben aufliegt. Wenn es ein unbebautes Grundstück ist, hat der auch trotzdem gewisse Unterlagen, die da beinhaltet sind. Und du musst Grundstückseigentümerin oder Grundstückseigentümer sein, damit du in diesen Bauakt Einsicht nehmen darfst. Oder du weist eben eine Vollmacht vor, die dich dazu berechtigt, dass du da eben Einsicht nehmen darfst. Ja, wie gesagt, die wichtigsten Unterlagen sind jetzt einmal der Grundbuchsauszug inklusive Lasten und Dienstbarkeiten. Der sollte aktuell sein. Dann Bebauungsplan, Flächenwidmungsplan. Genau, dann noch die Bauvoranfrage, vielleicht verschiedenste Informationen zum Erschließungsgrad, ob Altlasten vorhanden sind, diverse Pläne und Unterlagen vom Vermessungsamt und so weiter. Welche Infos brauchst du jetzt zum Grundstücksverkauf bzw. zu der perfekten Vermarktungsstrategie? Ja, das geht ein bisschen über die Unterlagen, die wir gerade schon erwähnt haben, hinaus. Das sind einfach Infos zur Lage, zur Ausrichtung, zu der Umgebung, zu der Größe vom Grundstück, also mal ganz grundsätzliche Dinge. Dann zum Beispiel, ist das Grundstück erschlossen, also wie ist der Erschließungsgrad? Sind Altlasten vorhanden? Gibt es gewisse Umweltgefahren, die da bestehen oder in der Umgebung bestehen? Wie schaut es aus mit der Bebauungsdichte? Also was ist mindest zulässig, was ist maximal zulässig? Das erfährt man zum Beispiel im Flächenwidmungsplan, der auch ganz wichtig ist, wo man auch nochmal die Größe sieht und auch die Widmung. Das heißt, was hat man dort für Nutzungsmöglichkeiten? Und was dann, glaube ich, auch noch ganz interessant ist, was in der Praxis oft an Fragen auftaucht, ist, was ist zum Beispiel mit den Nachbarsgrundstücken, was ist dort noch möglich, kann da was verändert werden, kann das komplett zubaut werden und so weiter und so fort. Wie schaut es jetzt beim Einfamilienhaus aus? Also wie bei den unbebauten Grundstücken werden dich deine Recherchetätigkeiten zur ortsansässigen Gemeinde führen? Genau, nur dass meistens dann eben bei einem Haus der Bauakt deutlich umfangreicher ist als bei einem unbebauten Grundstück. Und was findest du da jetzt im Bauakt genau? Das ist meistens der Bauantrag, die Baubeschreibung, das sind diverse Benutzungsbewilligungen, das ist die Baubewilligung überhaupt einmal. Das sind eben diverse wichtige Informationen und Unterlagen, wie zum Beispiel Atteste, Elektroatteste, Kaminattest. Und ja, das alles findest du im Bauakt und kannst du eben wieder bei der Gemeinde ausheben. Dafür brauchst du wieder einen Eigentumsnachweis oder eine Vollmacht. So, das war es jetzt aber noch nicht. Ein bisschen mehr muss man dann doch recherchieren. Genau so ist es. Also alles findet man leider nicht im Bauakt. Ein paar Sachen muss man dann doch selber ausheben. Und das wäre zum Beispiel den Energieausweis, den man erstellen lassen muss, beauftragen muss, wenn keiner vorhanden ist. Dann haben wir den Grundsteuerbescheid. Wir haben Nachweise über verschiedenste Kosten, die jährlich so anfallen, wie zum Beispiel Kanalgebühren, Müllgebühren, Rauchfangkehrergebühren und so weiter und so fort. Wir haben dann eben noch, wie beim unbebauten Grundstück, die Informationen darüber, ob Altlasten vorhanden sind, wegen den Umweltgefahren und so weiter. Also wir haben auch da wieder eine relativ lange Liste, wo du dann echt genau schauen musst, dass du das eben alles nachweisen kannst. Dass die genaue Recherche von großer Bedeutung ist, liegt auf der Hand. Auf welcher Hand? Auf der oder auf der? Nein, dass eine gute Recherchearbeit einfach für beide Parteien von besonderer Bedeutung ist, haben wir, glaube ich, ganz gut aufgezeigt. Wenn es wirklich so sein sollte, dass du sagst, dir ist das einfach alles viel zu viel, du kommst da nicht zurecht, du bist da nicht sicher, ob du alles auskommen hast, was du wirklich brauchst, was du dann nachweisen musst. Du kennst dich nicht aus, du kommst einfach nicht zurecht, weil du nicht weißt, wo gehst du hin und wofür stehst du und was brauchst du wirklich, dann kannst du dich gern bei uns melden und wir unterstützen dich dabei.